Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digitalfernsehen, zu einem neuen Test. Heute haben wir für euch die zwei ersten UHD Blu-ray Player mit Dolby Vision Unterstützung im Programm. Einmal den UP970 von LG und einmal den UDP203 von Oppo. Obwohl die Dolby Vision Wiedergabe für viele sicher ein wichtiger Kaufgrund sein dürfte, konzentrieren wir uns im Test auf andere Dinge. Bislang spielte nur der UDP203 von Oppo Dolby Vision Inhalte ab. Der UP970 von LG soll dies nach einem Update auch ermöglichen, konnte im Test aber nur HDR10 Signale ausgeben. Wenn ihr mehr über Dolby Vision erfahren wollt, schaut euch bitte unser aktuelles Video zum Thema HDR an. Dass die Player in völlig unterschiedlichen Preisklassen angesiedelt sind, bemerkt man bereits bei der Größe und Wertigkeit. Hier ist der 850 € Player von Oppo dem 300 € Player von LG deutlich voraus. Auch die Displayanzeige beim UDP203 ist exzellent gelungen. Hier werden noch mehr Infos angezeigt als beim UB900 von Panasonic. Der LG Player bietet dagegen keine Displayanzeige. Kleines Detail am Rande, beim UDP203 fährt die Laufwerkslade komplett raus, beim UP970 solltet ihr die Disk leicht von der Seite einlegen. Bei den Ladezeiten schenken sich beide Player nichts und beide Player sind auch ausreichend flink, sowohl mit Blu-rays als auch mit UHD Blu-rays. Extreme Unterschiede sind beim Anschlussfeld zu verzeichnen, auch das ist ein Resultat der höchst unterschiedlichen Preispunkte. Außergewöhnlich ist der HDMI-Eingang beim Oppo Player, dazu später mehr. Beim UP970 von LG ist es etwas schade, dass ihr USB-Datenträger nur vorn einstecken könnt. Die Oppo-Fernbedienung ist zwar hochwertiger, fällt aber sehr klobig aus. Dafür bekommt ihr eine Tastenbeleuchtung spendiert und nahezu jede Sonderfunktion lässt sich direkt abrufen. Was mir bei Playern von Panasonic und Sony deutlich besser gefällt, ist die Anordnung der Vor- und Zurückspultasten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich bei Oppo und LG die Wiedergabe ungewollt beendet habe, weil ich die Stopptaste anstelle der Spultaste gedrückt habe. Falls ihr die Tastenbeleuchtung der Oppo-Fernbedienung deaktivieren wollt, um die Batterien zu schonen, müsst ihr die Dimmer- und Null-Taste gleichzeitig drücken. Der UDP203 von Oppo arbeitet angenehm leise, die Lautstärke nimmt mit UHD Blu-rays nur leicht zu. Einzig bei Ladevorgängen ist das Laufwerk deutlich zu hören. LGs Player ist mit Blu-rays leise, mit UHD Blu-rays dagegen deutlich lauter. Egal ob DVD oder UHD Blu-ray, sobald wir beim LG UP970 zu schnell hin und her gespult haben oder zwischen den Kapiteln hin und her gesprungen sind, konnte der Player einfrieren. Im Extremfall reagierte der UP970 nicht einmal mehr auf den Diskauswurf, dann half es nur noch den Stecker zu ziehen. Wenn ihr eine Disk abspielt, stellt der UP970 nur Basisinfos bereit. Hier zum Vergleich die Datenanzeige bei einem Panasonic Player. Wenn die Disk läuft und nicht pausiert wird, seht ihr zusätzliche Infos zur Bitrate. Am besten hat uns der UDP203 von Oppo gefallen, der euch zunächst alle Infos wie die Panasonic Player einblendet, aber bei Gedrückthalten der Infotaste so ziemlich alle Infos der Disks aufschlüsselt, bis hin zum Dynamikumfang von HDR-Scheiben. Wenn ihr Content und Endgeräte bestmöglich aufeinander abstimmen wollt oder Blu-rays und UHD Blu-rays qualitativ bewerten möchtet, dann können die Zusatzinfos des Oppo Players sehr wertvoll für euch sein. Während der Oppo Player keinerlei Apps unterstützt, stehen euch beim UP970 von LG Netflix und YouTube zur Verfügung. Der Player zeigt sogar 4K HDR-Videos in der YouTube-App an und es treten auch keine Anzeigefehler auf, wie es bei der integrierten YouTube-App der LG TVs der Fall sein kann. Eine Besonderheit des Oppo Players ist der HDMI-Eingang, der 4K-Signale bei voller Farbauflösung und 60 Bildern pro Sekunde akzeptiert. Einzig eine HDR-Signal-Info-Durchleitung klappt derzeit nicht. Ihr könnt sogar die Bildbearbeitung des Players auf das Eingangssignal anwenden. Videospielquellen, wie hier angezeigt, solltet ihr aber nicht durchschleifen, da die Eingabeverzögerung sehr stark ansteigt. Ein Smart TV HDMI-Stick wäre die geeignetere Empfehlung. Wenn wir uns die Signalverarbeitung der Player mit UHD Blu-ray-Discs anschauen, dann machen LG und Oppo einen ähnlichen Fehler wie bereits Sony. Die Wandlung der Signale in die volle Farbauflösung klappt nicht optimal. Hier sind Player von Panasonic immer noch das Maß aller Dinge. Allerdings sind die Unterschiede mit der Lupe zu suchen. Vom Sitzplatz aus wird man so etwas nicht erkennen. Die Bildqualität der Player fällt visuell nahezu identisch aus, das heißt mit dem günstigen LG Player erreicht ihr eine sehr gute Wiedergabequalität und das auch mit herkömmlichen Blu-ray-Discs. Die auffälligsten Schärfeunterschiede ergaben sich mit DVDs, aber bei DVD-Bildqualität hört der Spaß mit aktuellen XXL-TVs sowieso auf.
Was mich bei beiden Playern etwas enttäuscht hat, sind die eingeschränkten Bildeinstellungen, die nur das Notwendigste abdecken. Gerade beim Preispunkt des Oppo-Players kann man da deutlich mehr erwarten. Hier zum Vergleich die Bildeinstellung bei Panasonic-Playern. Panasonic ist auch der einzige Hersteller, der eine gute Kontrastkorrektur für HDR-Signale anbietet. Diese funktioniert zwar nur statisch, aber immerhin. Auch die HDR-SDR-Wandlung ist bei Panasonic qualitativ etwas besser, mit einer Ausnahme. Manche Displays verweigern die SDR-Wiedergabe im erweiterten Farbraum. Hier bietet Oppo einen sehr guten Trick. Ihr könnt HDR nicht nur aktivieren oder deaktivieren, sondern auch gezielt die Metadatenübermittlung einschränken und den erweiterten Farbraum dennoch beibehalten. Bei der Vorgabe der Nitszahl, die ausschließlich auf die HDR-SDR-Wandlung Einfluss nimmt, könnt ihr den dargestellten Dynamikbereich vorgeben. Übertreibt ihr die Einstellung, kommt es zu deutlichen Banding-Artefakten. Zusammen mit den Geräten von Panasonic eignet sich der UDP-203 gut, um ältere, nicht HDR-fähige Geräte auf die UHD-Blu-ray-Wiedergabe abzustimmen. Bei LG fehlen solche Einstellungen komplett und ihr verliert bei einer SDR-Wandlung sehr viele Details. Was beim LG-Player sehr unglücklich gelöst wurde, ist der Anzeigemodus. Wenn ihr 24 Hz einstellt, laufen Filme in der korrekten Bildfrequenz, siehe Info links oben. Wenn ihr 50 Hz einstellt, findet bei 24 Hz Filmsignalen eine 60 Hz Wandlung statt. Wenn ihr eine UHD Blu-ray mit 50 oder 60 Hz abspielt, dann läuft diese auch in 50 oder 60 Hz, selbst wenn ihr 24 Hz voreingestellt habt. Soweit so gut, ihr könnt also einfach 24 Hz einstellen und alles läuft jederzeit korrekt. Aber leider gilt es nur, bis ihr DVDs oder Interlaced-Signale abspielt, denn die Einstellung beeinflusst indirekt die Vollbildkonvertierung. Das heißt, übersetzt, eine Videoaufnahme wird bei 24 Hz Voreinstellung, zum Beispiel in 25 Hz abgespielt und ruckelt dann sehr stark. Man muss erst auf 50 Hz umschalten, damit der Player die Vollbildkonvertierung nach Videostandard und eben nicht nach Filmstandard durchführt. Bei Oppo ist das deutlich komfortabler, denn hier sorgt die Automatik dafür, dass jeweils der korrekte Modus angewendet wird. Und ihr könnt sogar NTSC-DVDs in 24 Hz ohne 60 Hz Konvertierung abspielen. Eine weitere Besonderheit des UDP-203 ist die Formatanpassung. Hier könnt ihr das Bild vergrößern, wenn ihr die Kinofilmbalken etwas reduzieren wollt oder wenn ihr das Bild im Zusammenspiel mit einem Projektor samt Vorsatzlinse verzerren möchtet, damit der komplette Projektionschip ausgenutzt wird. Die Formatanpassung klappt aber leider nicht mit 4K-Content. Damit Untertitel nicht im Bereich der schwarzen Balken abgeschnitten erscheinen, könnt ihr die Untertitel wahlweise ins Bild hineinfahren. Über die Audiosektion des Players könnte man ein ganzes Buch verfassen, an dieser Stelle nur so viel. Ihr werdet keine Probleme haben, Audiosignale optimal auf eure neue oder alte Audioanlage abzustimmen. Als Bonus könnt ihr sogar DVD-Audios und SACDs über den Oppo-Player abspielen. Die einzige nennenswerte Audio-Sonderfunktion des LG-Players ist die DTS-Wandlung. Diese ist nützlich, wenn ihr einen alten AV-Receiver ohne HDMI-Anschluss verwendet und die Signale über das optische Kabel weiterleitet. Durch die Signalwandlung profitiert ihr von aktuellen HD-Tonformaten, auch wenn diese am Ende nur an DTS 5.1 ausgegeben werden. Obwohl der Oppo UDP-203 ein durchweg gelungener Zuspieler ist, gibt es in Deutschland einen Haken. Der US-Preis von $550 wird mit einem Verkaufspreis von 850 Euro deutlich übertroffen. Mit 100 Euro Preisdifferenz könnten wir gut leben, aber 300 Euro Unterschied sind leider viel zu viel, zumal man für 850 Euro eine weitaus umfangreichere Videosektion erwarten dürfte. Fazit: Neben Panasonics UB900 markiert der UDP-203 von Oppo die aktuelle Referenz im dreistelligen Preisbereich der UHD Blu-ray Player, wobei beide Player ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen aufweisen. Der UP970 von LG ist dagegen der günstigste Einstieg in das Dolby Vision Zeitalter, zumindest wenn das Update verfügbar ist und der Dolby Vision Disc Nachschub endlich in die Gänge kommt. Bei der Bildqualität habt ihr keine nennenswerten Nachteile zu befürchten. LGs UHD Blu-ray Premiere fällt in Summe aber deutlich schmuckloser als bei den anderen Herstellern aus. Der Oppo UDP-203 eignet sich besonders für Heimkinofans und all jene, die den Diskdaten auf den Grund gehen wollen. Da die Audiosektion keinesfalls schlechter als die Videosektion ausfällt, ist der UDP-203 auch ein Tipp, falls der TV oder Projektor einmal ausgeschaltet bleiben soll und ihr einfach nur Musik lauschen wollt. Ich hoffe, der Test zu beiden Playern konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln, was ihr von beiden Geräten erwarten dürft. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut!